Ein herzliches Hallo von mir an euch zu dieser DBD-Sonderausgabe, einem DBD-Spezial, nennt es wie ihr es nennen möchtet. Ich möchte euch aber gern den neuen Killer zeigen, und zwar die Zwillinge. Ich habe 3 Runden als Survivor gespielt. Ihr werdet mich verlieren sehen, ihr werdet mich aber auch siegen sehen. Ich packe euch unten in die Kommentare ein paar Timestamps, dass ihr die 3 Runden, ne, je nachdem, was ihr sehen möchtet, könnt ihr euch angucken. Ich schreibe dazu, welche Map wir sehen, weil ich auch auf der neuen Schrottplatz-Map gespielt habe. Ich habe auf der neuen Ormond-Map, also überarbeitet, gespielt. Und ich wollte euch einfach gern 3 Runden zeigen, die ich gegen die Zwillinge gespielt habe. Mein Gameplay ist noch nicht perfekt gegen die beiden. Das braucht noch ein bisschen Zeit, bis ich gelernt habe, gegen die beiden zu spielen. Aber ich glaube, das kennt jeder DBD-Spieler, dass man so einen Moment braucht. Und mehr sage ich jetzt gar nicht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich habe 3 Runden für euch zusammengeschnitten und ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Ich sage schon mal bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Allein die Map sieht ja schon mal richtig gut aus. Das gefällt mir. Oh oh. Paletten? Seht ihr den kleinen Viktor? Ich wollte mir gerade noch die Map in Ruhe angucken. Die Map sieht halt schon allein richtig gut aus. Wir haben, wie gesagt, die Schrottplätze überarbeitet. Die Wände hier sind nicht mehr so hoch. Und ich muss jetzt schauen. Oh, da. Die eine da, die jetzt gerade verletzt ist, mit dem durchgestrichenen Plus. Heißt, sie hat gerade Viktor auf dem Kopf. Jetzt ist sie Viktor losgeworden. Ich dachte, Viktor ist hier irgendwo, weil ich hatte hier so einen Sound. Wie auf dem Kopf. Vielleicht kann ich es dann mal zeigen, wenn Viktor mir zu nahe kommt. Er kann dich anspringen und dann trägst du ihn auf den Kopf und musst ihn erstmal loswerden. Und er kann dich auch, also er kann sehr weit springen und er kann dich auch, also wenn du schon verletzt bist, kann er dich umspringen. Da ist Viktor. Ich kann ihn wegtreten. Das ist so witzig. Das heißt nämlich, Charlotte hat mich jetzt gesehen in der Nähe von Viktor. Aber ich habe ihn weggetreten. Das heißt, ich glaube, der hat jetzt auch eine Art Cooldown. Sie kann ihn jetzt erstmal nicht benutzen. Oh, ich glaube, da wurde nochmal der Viktor getreten. Muss halt die Geräusche auch erstmal kennenlernen. Ich habe, wie gesagt, auf dem PTB ja nicht gespielt. Das ist quasi meine erste Runde gegen den Killer. Und meine erste Runde auf einer überarbeiteten Map. Ich dachte, es geht jemand Susi holen. Verdammt. Und es ist auch neu, dass die Haken jetzt weiß leuchten. Also ich habe Saboteur mit. Sorry, ich bin erschrocken. Ich dachte, Viktor kommt. Okay, hat sie jetzt Viktor freigelassen? Hier ist Viktor. Viktor, nein, 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 nein. Ich habe Viktor auf dem Kopf. Seht, also, da seht ihr das?
Aber Charlotte kann halt jetzt auch kommen. Oh Gott. Ich wollte Susi retten. Ich war halt da auf freiem Feld, ne? Wenn ich irgendwie was gehabt hätte zum Verstecken. Oh. Bisschen Panik-Mode. Wie ihr vielleicht gesehen und gehört habt. Und du siehst ihn halt nicht. Ich stelle mir das so gruselig vor, wenn du an einem Generator sitzt, hier im Gras. Also ich muss noch rausfinden, was das Geräusch bedeutet. Dass sie Victor freigelassen hat? Okay, ja. Victor hat wieder jemanden. Ich muss gucken, dass ich zum Haken komme. Okay, jetzt ist er tot. Okay. Auf dem PTB war es wohl auch so, dass Victor konnte einen zum Beispiel blocken. Also der Killer konnte Victor in den Durchgang stellen und du bist nicht mehr vorbeigekommen. Ich weiß nicht, ob die das vielleicht gefixt haben. Oder ob das bewusst... Oder ist sie? Sie hat Victor rausgelassen. Nein! Nein! Verdammt, du kannst nichts gegen den tun. Oh, du musst erschlagen. Wie gesagt, Charlotte kann jetzt in der Zeit schon wieder loslaufen. Schlimmstenfalls zu mir, weil Victor hat mich halt jetzt verletzt. Oh Gott. Ich komme gar nicht dazu. Okay, Victor ist wieder frei. Ich komme gar nicht dazu, Jens zu machen. Ich bin so, what? Das ist ein komplett neues Spiel. Ich kenne die Map nicht. Weil die einfach komplett neu designt ist. Ich kenne den Killer noch nicht. Es fühlt sich an, als würde ich das erste Mal DVD spielen. Ich bin schockiert, das ist gruselig. Ja, es ist wirklich... Oh, 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 oh. Ich hätte den Haken jetzt gern noch sabotiert bekommen. Sie hat Victor, glaube ich, rausgelassen. Nee, sie läuft rum, okay. Also wenn sie rumläuft, jetzt hat sie ihn rausgelassen. Hast du gesehen, sie ist stehen geblieben. Das heißt, sie hat Victor rausgelassen. Mir ist gerade ehrlich gesagt so egal, ob wir jetzt hier sterben oder nicht. Ich bin gerade so gespannt und gespannt. Man muss erst wieder lernen, gegen den Killer anzukommen. Victor kommt! Victor kommt und der hat mich diesmal umgehauen, weil ich schon verletzt war. Es ist auch so böse. Victor hat halt keinen Terrorradius. Du musst dich so umgucken. So, jetzt hat sie Victor gerade nicht in sich. Seht ihr das? Sie hat auch zwei verschiedene Moris. Es gibt einen Mori, wo Victor nicht in ihr ist. Und ein Mori, wo Victor in ihr ist.
Danke, dass du. Ich probiere den Code dann mal. Wo hast du das gefunden, Dystopia? Bei Twitter? Also den Link kannst du leider nicht hier rein posten, dann wirst du getimeoutet, aber... Hast du da irgendwie eine Info, wo du das her hast? Weil dann kann ich mir das abspeichern und selber nachgucken, von wann bis wann es welche Belohnung gibt. Okay. Ja, Victor hat wieder jemanden erwischt. Ich schaff's nie rechtzeitig zum Haken. Victor! Und jetzt steht sie hier und schläft. Sie hat abgeschmiert. Mal gucken, wann sie sich wieder bewegt. Oh je. Verdammt. Kann sie jetzt wieder zu Victor wechseln? Oh, verdammt. Ich wollte dich erschlagen. Wieso komme ich? Ich bin nie nah genug rangekommen, um ihn zu erschlagen. Da hinten kommt sie. Mist. Aber okay. Das war die allererste Runde gegen diesen neuen Killer. Ich habe, wie gesagt, eigentlich war es mir egal, ob wir rauskommen. Ja, aber es ist ja quasi so, wenn er den Sprung verfehlt hat, ist er ja kurz gestunt. Aber ich bin immer nicht rechtzeitig zu ihm rangekommen. Das war das Problem. Wenn du es schaffst, also es stand ja bei mir auch da, treten. Aber ich habe es nie ganz geschafft, durchzuziehen. Der Victor. So, was sagt ihr jetzt zu dem neuen Killer? Ich finde es irgendwie, es macht wirklich Spaß. Aber es ist so, oh mein Gott, was soll ich tun? Victor kommt. Du musst irgendwie was zwischen dich und den Killer bringen. Puh. Ist schon anstrengend. Oh, das sieht ja schon mal nice aus. Mit dem Wind. Hier steht jetzt übrigens auch so eine Schneeräummaschine. Ich glaube, Victor ist freigelassen. Genau, so eine Schneepanzer. Gab's früher nicht auf der Map. Finde ich gut. Kann man hier auch hoch? Nein. Victor hat entweder den Sprung verfehlt oder wurde getreten. Sieht cool aus, ne? Finde ich auch. Ich muss wirklich sagen, die Grafik-Updates bisher haben mich nicht enttäuscht.
Oh, Susi hat Viktor auf dem Kopf. Ich gehe mal kurz in die Hocke. Nee, Susi ist ihn losgeworden. Ich glaube, die waren relativ weit weg. Aber nachdem ich gerade den Tipp gesehen habe, dass er ein Jahr sieht. Das ist zu viel Input. Also, dass man gesehen wird, wenn Viktor jemanden angesprungen hat. Wenn wir mal das Haus angucken. Stimmt, hier sind jetzt auch die zerstörbaren Wände eingebaut. Viktor kommt! Habt ihr ihn gehört? Und während ich erzählt habe, dass man doch geduckt laufen sollte, wenn jemand Viktor auf dem Kopf hat, hat Charlotte, einen Generator getreten. Und ich hatte deswegen einen Mini-Skill-Check. Oh, der Perk gefällt mir. Susi ist schon wieder. Uah! Jetzt schon ein bisschen doof gewesen, oder? Okay, sie hat den Generator getreten. Das heißt, drei andere wurden mit einem Mini-Skill-Check geupgradet. Ich weiß nicht, wie ich das gerade nennen soll. Also bei drei anderen Generatoren, wenn denn da jemand dran saß, die haben dann einen Mini-Skill-Check bekommen. Und wenn dann jemand nicht aufpasst, so wie ich, triffst du den Skill-Check halt nicht. Und sie hat direkt die Chance, dich zu sehen. Sie kommt jetzt hier hinter, oder? Ich würde gerne das Totem wegnehmen, ehrlich gesagt. Die Viktor ist unterwegs. Oh ja, die Map gefällt mir. Ja, klar, sie... Du! Oh. Oh Mist, da war jemand drin. Sorry, es tut mir so leid. Das war richtig blödes Timing. Hey, wo war das jetzt? Wo hing der erst? Ich wollte das eine Totem noch wegnehmen. Das war hier drüben. Kleiner Schneesturm, ja. Wenn ich Herzschlag habe, ist es auf jeden Fall Charlotte, die gerade aktiv ist. Ich schaff's immer noch nicht, Haken zu sabotieren, Mensch. Das ist doch eigentlich meine Aufgabe. Ja, jetzt hat sie Viktor rausgelassen. Ich muss sagen, ich finde es gerade ein bisschen schwierig. Da kommt Viktor.
Die können ganz schön campen. Soll ich Susi? Ich geh Susi retten. Verdammte Axt. Der hat noch getroffen. Ich hätte eher eingreifen müssen. Ich habe zu spät gecheckt, dass Susi verletzt ist und dass Viktor sie umspringen kann. Ah, ich wollte den Haken sabotieren. Da ist ein neuer Tod im Spot. Ich dachte gerade, Viktor steht da oben. Sie geht wieder auf Susi. Das ist nicht schön. Nein. Wenn sie jetzt Viktor da hinsetzt. Ich habe nicht mal geliehene Zeit. Es tut mir leid. Ich habe dich voll abgefarmt. Die arme Susi. Die Susi steht auf und liegt direkt wieder. Schade. Gut, ich bin jetzt ein bisschen selber schuld an der Situation. Sie hat halt gewunken am Haken und ich dachte, sie ist hier draußen irgendwo. Und plötzlich war sie aber drinnen und hat mich natürlich gesehen. Vielleicht finde ich durch einen Riesenzufall ja die Luke. Die andere ist aufgestanden und ich bin nicht erholt. Nein, 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 nein. Nein, ich bin nicht ganz erholt. Nein, du hast mich verraten. Toll. So, Viktor ist an Bord. Sieht auch aus, als ob ein Bein von ihr abstirbt. Es ist so dunkel.
Soll ich versuchen? Ja, sie rennt ihr gerade rein. Los! Schade. Sie schneller und leise dabei. Und frontal. Also ich finde es ein bisschen unschön, was der Killer halt hier erst gerade gemacht hat in der Shack. Sie hat jemanden in der Shack unten aufgehangen, ist hochgegangen, hat sich oben an die Treppe gestellt und hat Victor losgeschickt. Dann hat sie Victor in der Nähe rumlaufen lassen und als sie merkte, es ist im Keller jemand, der abgehakt wurde, hat sie Victor zurückgerufen, beziehungsweise Victor stehen lassen und ist als Charlotte weitergelaufen. Es ist halt schon eine Art von Campen. Bei mir ist die Luke aufgegangen. Nein. Schade. Da kommt man auf eine Map. Oh! Ich glaube, das ist die neue. Der neue Killer. Oder? Was für ein Sound war das? Hier kommt zurück, Dystopia. Victor ist da. Nein. Oh Gott, oh Gott, Victor, geh weg. Nein. Oh mein Gott. Puh, ich erschrecke auch noch, wenn der mich dann anspringt. Geh weg! Ist eklig. Okay, sie hat Victor zurück. Ich weiß nicht, ob das heißt, sie hat Victor zurück. Oder sie hat Victor rausgelassen. Oh, jetzt hat er Susi. Danke. Die Susi hat ihn. Oh, hier ist gar kein Generator. Nicht gut. Ich glaube, Victor ist unterwegs. Ich höre ihn, oh mein Gott. Boah. Ich traue mich überhaupt nicht raus. Ich kann überhaupt nicht orten. Wo der ist? Ja. Yeah.
Geh! Geh mit Gott, aber geh. Oh Gott, der Viktor. Ich hoffe, er lässt Ingeborg in Ruhe. Ist schon verletzt. Habt ihr das gesehen, wie weit er gesprungen ist? Ich muss halt leider in der Hocke bleiben. Hey, ich hab abgelenkt. Respektier das bitte, dass ich ein Steinchen geworfen habe. Okay, sie hat Viktor rausgelassen. Oh, sie hat Viktor losgelassen. Lass mich. Nee, 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 nee. Du bleibst nicht vor mir stehen. Dann sehen alle anderen. Er sieht der Killer, wenn andere hierher kommen. Gar nicht, wer da im Keller ist. Das dürfte eigentlich nicht so. Okay, die beiden sind da hinten. Oh je, Susi hat. Sie steht hier. Okay. Geht weg. Ich habe ein Steinchen geworfen. Oh, Mist. Ah!
Wo willst du hin? Bleib stehen! Ich weiß gar nicht, ob man Victor stunnen kann, ehrlich gesagt. Ich hab mich geopfert. Lauf. Ist ein bisschen schwierig. Ich bin der Meinung, die müssten einführen, dass der Killer nicht in einem gewissen Umkreis vom Haken Victor rauslassen darf. Weil, ne, wenn Victor da gerade bei niemandem auf dem Kopf sitzt, kann Charlotte ihn jederzeit zurückholen. Und ist direkt wieder am Haken. Sie steht da hinterm Baum. Ich glaube, an der Scheck ist offen. Okay, also mit Victor auf dem Kopf kannst du nicht durchs Tor. Du kannst maximal durch die Luke. Oh, er ist ihn runter losgeworden und direkt raus. Geschafft. Ich dachte, ich muss jetzt blocken, dass nicht Susi umgehauen wird. GG. Es ist die erste Runde, die ich gegen diesen neuen Killer rausgekommen bin. Wir waren ein gutes Team. Nice, ne? War eine gute Runde, finde ich auch.